der Visionär 2005 hier hergestellt, in einem Seitenweg des Südstadtparks Fürth. Ein Werk von Rudolf Henninger, hier in der Nähe geboren, aber möglicherweise lebt er, so er denn noch lebt, ich wünsche ihm das von ganzem Herzen, bei aller Gesundheit in Kanada. Jetzt mit 72, wo ich in allerhand Krisen stecke, weil ich ein bisschen geschlampert habe die letzten Jahre. Ich dachte, das geht ewig so weiter mit dem Glückspilz, dem Hans im Glück, Reinhard Steinbecher. Dem fällt alles in den Schoß, so wie er sich's wünscht. Um jetzt festzustellen, etwa ja, im Jahr 2000 plus minus, also im neuen Jahrhundert, hat mich dann mein Glück eventuell verlassen. Und da bin ich selber schuld, weil ich gedacht habe, das geht immer so weiter. Und jetzt mit 72 die ganz ultra große Krise. Und die Feststellung, eigentlich habe ich niemanden mehr, mit dem ich darüber reden kann. Ich habe sie alle verkrault und verkramt. Und da habe ich mich an den Visionär erinnert. Denn wenn es früher mal so ein Tag war, wo ich frustriert war, dann bin ich sehr, sehr gerne hierher gekommen und habe mit ihm gesprochen. Er kann ja nicht davonlaufen. Er kann sich die Ohren nicht verstopfen. Er hört auch nicht aus purer Höflichkeit zu, wie es leider, leider viele meiner Mitmenschen tun. Super, die wollen dir Gutes tun und du beschwerst dich jetzt auch noch drüber. Nein, aus Höflichkeit zuhören. Höflichkeit kann ich gar nicht gebrauchen. Das war schon immer bei mir so. Höflich musste man sein, weil Oma und Opa und Baba und Mama und Lehrer und sonstige Genossen Höflichkeit von dir verlangen. Höflichkeit ist aber für mich persönlich und nach meiner Erfahrung immer eine Riesenportion Lüge. Du bist höflich, obwohl es gar nichts gibt zum Höflichsein. Und die Menschen, zu denen du höflich bist, reden sich dann ein, es ist alles in Ordnung, ich kann so weitermachen, es passt. Obwohl sie vermutlich irgendwo im Unterbewusstsein merken, so geht es eigentlich gar nicht. Was bin ich eigentlich für ein Arschloch? Also ich bin ja auch ein Arschloch, aber ich war nie das Arschloch, das gelogen hat, nur um höflich zu sein. Weil ich immer gedacht habe, wenn man einem Menschen helfen will, dann nicht, indem man ihn Honig ums Maul schmiert, sondern indem man ihm klipp und klar sagt, was man über ihn denkt. Allerdings, und das ist der Unterschied, ohne dass man dadurch ihn beleidigen will, ihn kränken will, ihn schlecht machen will, ohne ein Urteil über ihn zu fällen, sondern einfach nur die eigenen Beobachtungen, die dieser Mensch vielleicht gerade nicht über sich selbst hat, ist ja immer ganz gut, wenn man mal die Außenansicht mitkriegt. Und das habe ich eigentlich schon als Kind gemacht, bin aber natürlich damit immer auf Granit gestoßen. Kein Mensch der Welt wollte jemals
etwas über sich wissen. Und wenn es noch so gut und noch so hilfreich gemeint war, es sei denn, es war das ganz große, höfliche Riesenlob. So viel zum Thema, warum ich so unglaublich viele Freunde habe, brutalst mögliche Ehrlichkeit kommt auch da nicht an, wenn man verzweifelt versucht, einem Menschen zu sagen, aber trotzdem schätze ich dich, ich sage das jetzt nur so ohne Schminke, um dir zu helfen. Im bescheidenen Rahmen dessen, was ich helfen kann. Man kann sich ja jederzeit eine Zweitmeinung einholen. Man kann sich aber auch täuschen, indem man sagt, komisch, alle anderen finden mich toll. Was ist das für ein Idiot, dass er so über mich herzieht? Ich beende das Video mit einem wunderschönen Satz. Wer ihn gesagt hat, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich muss auch erst mal googeln, was das für einer ist, weil der ist mir fast ein bisschen zu klug, verdächtig klug. Jedenfalls, Moment, bringe ich den Satz her. Wenn alle dich für toll halten, dann nimmt dich keiner ernst. Also der Satz, der hat mich wirklich umgeworfen. Ich glaube, da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Der hat das sogar ein ganzes Buch geschrieben, ihr könnt es auch googeln. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der Wortlaut wörtlich so war. Wenn alle dich gut finden oder klug finden oder toll finden oder nett finden oder sympathisch finden, irgendwas in der Richtung war es. Die zweite Satzhälfte auf jeden Fall ist wörtlich richtig. Vielleicht googelt ihr besser unter der Satzhälfte. Dann nimmt euch keiner ernst. Und wer von uns will schon nicht ernst genommen werden, oder? Ich pfeif drauf, was ihr über mich denkt. Aber ich will, dass ihr ernst nehmt, dass ich so denke. Auch wenn das alles Mist ist und alles falsch ist und alles dumm ist und ich der größte Idiot aller Zeiten bin. Nehmt zur Kenntnis, das ist meine Denke. Und der Visionär sei mein Zeuge.